Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom LS15 auf der Volkshill-Map. Ja, wir sehen dann mal das Feldchen hier weiter. Ja, genau. Und ich hoffe, ihr habt mir da ein paar Tipps dagelassen in den Kommentaren, ob das so stimmt, was ich sage mit den Luzernen, dass das einfach nur, wenn die ausgewachsen sind, rüberfahren und ist dann gedüngt, ob das so richtig ist. Also ich werde das dann in der nächsten Folge erst umsetzen, in der nächsten Folge. So, wir sind fast fertig. Die letzten 3,5 Reihen machen wir noch. Und da hinten dran müssen wir dran denken, dass ich da nochmal drüber gehe. Also drüber fahre. Das hat er nämlich irgendwie übersehen. Und einmal wenden, bitte. Danke. Ach, okay, so wie es aussieht, können auch schneller fahren. Okay. Das hätte ich natürlich vorher wissen müssen, ne? Entschuldigung, ich bin gerade eben am Mikro rangekommen. Da wären wir natürlich eindeutig schneller fertig gewesen, ne? Aber also scheiße. Egal. Schaffen wir auch so. Ich glaube, bis 24 geht das, ne? Einfach mal 25 einstellen. So, hier müssen wir auch nochmal drüber gehen. Da sind wir doch schnell genug fertig am Werden. Ah, da seht ihr, da haben wir nämlich auch noch so kleine Stückchen vergessen. Da werde ich dann am Ende, wenn wir hier fertig sind, auch nochmal drüber gehen. Erstmal noch die letzte Reihe machen hier. Wir das dann auch schon mal haben. Na, werde ich das Feld dann auch noch düngen. Dann haben wir das hier auch schon fertig. Das heißt, wir können uns dann wieder an Feld 10 wenden. Und da unser Weizen abernten. So, eben kurz hier wenden und den mal eben kurz nochmal überfahren hier. So, und dann mal nach oben und dann müssen wir ja noch das Stück da machen. Ich bin ja so ein halber Perfektionist sozusagen. Ich muss ja alles richtig aussehen hier. So, ist auch weg. Können wir mal schauen.
So, dann werde ich das nämlich so machen, dass ich den hier einfach schwupp. So, und dann werde ich ab hier nämlich mal die Saatmaschine anschmeißen und werde dann gleich mal gucken, ob das geklappt hat. Ansonsten bleibt hier nämlich, glaube ich, ein kleiner Streifen ohne Luzerne. So, den können wir wieder einklappen und zum Hof zurückfahren. Und hier, das können wir auch ausmachen. Wir könnten die eigentlich mal waschen, das Ding hier. Sieht ja aus. Ein wenig dreckig geworden, ne? Waschen wir mal den Trecker und die Sämaschine. So, wo ist er? Na. Bisschen laut, aber nicht schlimm. Huh. So, gucken wir, ob wir den sauber kriegen. Ja, sieht gut aus. So, der ist sauber. Dann gucken wir mal, ob wir unser Gewicht hier sauber kriegen. Sieht auch so aus, als wenn das sauber geht. Sehr gut. Schön. Haben wir schon mal zwei Sachen sauber. Und dann die Sämaschine. Die wird auch gerade sauber. Schön. Haben wir wieder ein paar schöne Geräte. Das scheint sauber zu sein. Können wir den wieder ausmachen und diese beiden hier erstmal abstellen. So. Was wollte ich jetzt machen? Ah, ja, genau. Ich will jetzt erstmal für den hier das Dünger holen. Ihr könnt auch mal eine Wäsche gebrauchen, aber da werde ich jetzt erstmal den so fahren, weil ich auch noch das Feld sehen will, düngen will, meine ich. Oh, ups. Hab nur was getestet. Oh, ups, da. Und nochmal was getestet. Und jetzt habe ich natürlich alles abgekoppelt. Ich depp. So, hängen wir das mal wieder an. So, jetzt haben wir es alles. Und dann fahren wir mal zum Thunmarkt. Wir werden mal schauen, ob er auf hat. Müsste eigentlich schon längst aufhaben. Wir haben schon 9 Uhr. Haben wir ja lange gebraucht für das Feld CR15. Oh, hier wackelt's. Bin mal gespannt, ob im nächsten LS LS 5, 6, 17 ist das ja dann, genau. Ob wir da dann mal ein
Der ist jetzt. Huch, nicht das Schild umfahren. Ob wir da dann mal einen Körper bekommen hier, wenn wir im Auto, im Tracker sitzen. Ich habe mich noch gar nicht informiert. Ich muss mal nachgucken, was da so. Ob da was Neues kommt. Huch, da war es ein bisschen zu weit. Na. Gucken, kann man da was anderes machen? Dünger, Kalk, Dünger, Kalk, Dünger. Nehmen wir Dünger oder nehmen wir Kalk? Kalk ist billiger, ne? Komm, nehmen wir mal Kalk, weil ich möchte gerne mal sehen, wie das aussieht. Ich habe das da gar nicht benutzt. So, und hinten. Schauen. Und auch auffüllen, bitte. Das kostet, Leute, das kostet Geld. Wieder arm wie eine Kirchenmaus. Aber dafür haben wir jetzt Dünger. Und können das Feld 15 düngen. Ja, schon auf den Weg dahin, und das wird auch nicht allzu lange dauern, das Feld zu düngen. Aber jetzt muss ich mal eben aus der Cockpit-Ansicht raus. Ah, die können wir nachher abernten. In der nächsten Folge aber dann. Dann mache ich mal, stelle ich mich schon mal hin, GPS an, neu, das weg, und dann automatisch Versatz raus. Ich weiß nicht, was da mit dem Versatz ist, aber naja. So, automatisch fahren, dann nehme ich aber das hintere, so, die größeren. Mit B anmachen, ne, war richtig. Genau. So sieht Kalk aus. Okay, das ist dann also auch gedüngt. Sehr gut. Aber irgendwie muss ich mal eben kurz weiter rauszoomen. Ja, müssen wir gleich mal ein wenig enger machen. Weil der hat jetzt hier die Seite nicht gedüngt und da auch ein wenig, etwas zu wenig. Aber das ist nicht schlimm. Das kleine Millimeterstück da auf der linken Seite ist nicht so wild. Das heißt, ich muss den ein wenig kleiner machen. So, das reicht, glaube ich, schon. Jetzt sehe ich das nicht. Ja, das reicht schon. Sehr gut. So, und schmeißen wir es wieder an. Und da ist es. Genau richtig. Sieht sogar richtig gut aus mit dem Kalk da drauf. Schön. Dann mal sehen, was wir an Ertrag haben hier bekommen, eher gesagt. Aber das ist ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Luzerne ist mit einfach nur sowas wie Gras ist oder. Ne, oder ob das so ein richtiges Düngermittel ist dann. Also ich meine zu wissen, dass die richtigen Bauern das auf die Felder machen, damit der Boden sich lockert. Also damit der Boden ein bisschen lockerer bleibt. Und somit der bei Starkregen zum Beispiel oder sowas nicht zu arg sich verdichtet, also hart wird. So ungefähr habe ich das, glaube ich, gelesen.
kann natürlich auch sein, dass ich mich gerade völlig täusche und gerade das Falsche im Sinn habe. Aber wie gesagt, ihr könnt mich ja berichtigen, ne? Ich lerne gerne dazu. So, Entschuldigung Leute, hier hat es einen kleinen Zwischenfall gegeben. Und zwar habe ich nämlich aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Und habe somit dann das letzte Video mal kurz beendet. Aber ich hoffe, das kriege ich dann noch wieder zusammen. Ich denke aber schon. Ist aber nicht weiter schlimm. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht mal gemerkt haben. Schauen wir mal. Aber wir sind auch gleich eh am Ende angelangt. So, und dann nochmal die letzte Reihe düngen. Und dann können wir uns in der nächsten Folge auf das andere Feld konzentrieren, dass wir das mal abernten. Und danach wiederum können wir dann mal unsere ganze Saatgut verkaufen. Nicht Saatgut. Unsere ganzen Gerste, Weizen und so ein Zeugs alles mal verkaufen. Okay, Weizen jetzt nicht alles, aber den anderen Rest, den brauchen wir ja dann erstmal nicht. So, haben wir dann doch noch alles geschafft mit nur einer Füllung. Sehr schön. Ja, dann fahre ich mal wieder zurück zum Hof, stell den ab. Er hat gesagt, warte, stehen noch vorher. Ja, da stelle ich aber erst nur die beiden Saatdinger, Düngebehälter hier ab. Ich habe gedacht, ich würde mehr brauchen. Mal schön drehen. Stelle ich das nämlich hier hin. So. Dann fahre ich denen noch meine Wäsche geben und werde mich dann von euch verabschieden. Denkt dran, den Daumen nicht vergessen und noch was. Ob das jetzt mit den Luzernen. Da kommt das Schäfchen wieder und bleibt hängen. Ob das mit den Luzernen dann so ist, dass das dann danach gedüngt ist, das Feld. Oder ob ich das jetzt mit den Dünger schon gemacht habe. Oder mit dem Kalk, eher gesagt. Könnt ihr mich ja mal aufklären. So. Trecker ist wieder sauber. Wo ist das Schaf hin? Ich wollte das Schaf noch füttern. Ah, das hat sich in den Käfig verheddert, sozusagen. Egal. Bleibt halt da sitzen. Und ich werde dann nämlich jetzt mal eben den parken. Super duper. Ausmachen und werde mich dann jetzt von hier vor euch. Werde mich dann hier von euch verabschieden. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt Let's Play LS15. Bis dahin, euer Wobra. Ciao, ciao.